Hallo, Sion hier und weiter geht es mit Grandia. Beim letzten Mal haben wir den Gaia-Ritter, Gaia-Krieger besiegt und uns das Horn geholt von Dorlin. Dorlin war sein Name. Kommen wir da nicht durch? Okay, oh, jetzt habe ich so viel Schaden genommen, weil ich nicht durchgekommen bin. Kein Problem. Und können wir wieder ein bisschen heilen. Aber ja, jedenfalls, der Kampf war letztes Mal wirklich relativ easy. Wobei ich glaube, selbst wenn man die Bonus-Dungeons hier noch nicht hinter sich gebracht hat, Nummer 1 und 2, dass der Kampf trotzdem nicht unbedingt viel härter gewesen wäre. Aber will mich auch gar nicht beschweren. Wir sind leicht durchgekommen und sind jetzt wieder auf dem Weg nach draußen. Und bewusst machen wir den Weg onscreen, weil ich glaube, nein, ich glaube, weil ich weiß, dass ich einiges an Loot nicht geholt habe und auch die Gegner noch nicht gezeigt habe. Wäre schön, wenn wir die noch machen könnten. Ja, wenn die sich weiter so vor mir verstecken, dann werde ich sie wohl leider nicht in diesem Kampf machen. Wobei ich meine, dass dieser Gegner entweder später kommt oder eine Subspecies, wenn man das so bezeichnen will, später noch auftaucht. Aber gut, die kommen jetzt nicht raus. Dann lassen wir sie halt, wo sie sind. Wo der Pfeffer sehr eher wächst oder was man so sagt. Soll ja auch nicht so wild sein, dann lassen wir die doch sein. So, dann gehen wir weiter zurück. Okay, ihr kennt das ja, kleiner Schnitt. Mein Sohn war gerade nicht sicher, ob er wach werden würde oder nicht. In diesem Falle nicht. Aber weil ich das Babyphone halt wirklich nicht mal 50 cm vom Mikrofon entfernt habe, hört ihr das auf jeden Fall auch, wenn ich es nicht schneide. Ich glaube, ein paar Mal war es drauf. Deswegen, ich hoffe, es stört euch nicht. Aber manchmal, wenn ich halt mitten im Satz bin, ist das auch etwas schwierig, komplett rauszuschneiden. Wenn ich aber merke, dass da was kommt, dann versuche ich es halt so schnell wie es geht, die Aufnahme an der Stelle auch ein bisschen zu stoppen. Ne, nichtsdestotrotz, manchmal lässt sich das leider nicht aufhalten, das tut mir leid. Aber gut, irgendwo hier sollte auf jeden Fall noch ein bisschen was an Loot sein, wenn wir es mitnehmen können. Machen wir? Ja, hier sind die Schuhe, meine ich, sollten hier endlich sein. Die Warpschuhe müssten hier wahrscheinlich irgendwo noch kommen. Na komm, wo kommen wir denn hier durch? Aber die sind an sich sowieso nicht besonders gut, aber hey, schadet ja nichts. Und da waren schon wieder die Gegner, aber sind schon. Ah, komm, komm, komm. Und jetzt haben wir sie doch mal bekommen, okay. Diese Sphinx-Design-Gegner, die sogar Sphinx heißen, von mir aus. Ich glaube, es gibt nichts Besonderes, worauf wir bei euch achten müssen. Aber wir können mal sehen, wie gut wir unsere Fähigkeiten bei euch leveln können. Muss ich echt sagen, also dieses Gebiet war auf jeden Fall fantastisch für neue Skills. Es hat sich richtig gelohnt, hier Erde und Wind hochzuziehen. Und was das angeht, kann ich absolut nicht meckern. Bei Rap, ich glaube, bei dir muss ich auch noch eigentlich Erde leveln, ne? So interessant, wie er schon Bumpeng kann, ne? Aber er hat leider kein Beben zum Beispiel. Er hat also so ein bisschen spärlich eigentlich, was du so lernst. Aber ich finde es ganz interessant, dass sich die Zauber von den Charakteren noch so stark unterscheiden, was sie halt so bekommen. Bei Justin ist er gefühlt, das sind wirklich mehr Basics, was er hat, und wirklich so ziemlich alles so an oder mehr so kleinere Stufen. Attacken etc. hat er ja bekommen. Aber dafür hat zum Beispiel die mittleren, Fina zum Beispiel gar nicht wirklich die mittleren Sachen, sondern entweder die ganz schwachen oder die ganz starken, interessanterweise. Und Rap hat halt auch viele Debuffs, was mir persönlich sehr gefällt. Einfach weil er dann halt was ganz anderes im Kampf bewirken kann als die anderen. So, kannst gerne nochmal reinhauen und dann werden wir nach dem Kampf sehen, wie viele Punkte uns das tatsächlich gebracht hat. Ja, ansonsten. Ja, heute ist der 28. Ich würde gern schauen, ob ich heute hinbekomme, zwei Aufnahmen zu machen. Ich weiß es nicht. Würde mir auf jeden Fall das Ganze für die nächste Woche ein bisschen einfacher machen, wenn ich dann sozusagen mich einen Tag weniger um eine Aufnahme kümmern müsste. Aber wir werden sehen. Andererseits würde ich auch ganz gerne sicherstellen, dass ich Metal Gear diese Woche schaffe. Weil ich es letzte Woche leider schon wieder nicht geschafft habe und die Erfahrung war auf jeden Fall gut in dem Fight. Aber ja, deswegen bin ich auch ein bisschen am Grübeln, ob ich hier nach doch noch eine Runde MGS reinschmeißen soll oder nicht. Bin ich ganz sicher. Muss ich gucken, wie meine Laune ist. So ein bisschen warm heute. Ich meine, ihr merkt es ja selber, ne? Der Sommer ist schon vor der Tür. Juni ist ja auch Sommerbeginn, offiziell und alles. Und im Moment eigentlich kannst du bei so vielen Gegnern. Nein! Ah, Mist. Das ist das Problem, wenn man AoEs in Grandia 1 einsetzt. Weil es kein Target gibt, dann wird die Attacke sofort bestätigt. Aber hey, wenigstens Speed Level, okay. Den Thor-Hit bekommen. Sehr nice. Aber
Ja, in Grandia 1, wenn ihr was klickt, was AOE ist, dann passiert sofort. In Grandia 2 wird mindestens noch gezeigt, hey, es trifft alle. Oder es trifft alle Verbündeten, ist okay. Und dann kannst du immer noch bestätigen oder abbrechen, aber hier nicht. Oh, und Schwerkraft gelernt. Schwerkraft, glaube, zieht die Gegner zusammen an eine Stelle. Jetzt müssen wir tatsächlich mal ein bisschen Damage machen, ne? So, komm, zeig du uns mal, Bobum. Hast du, glaube ich, noch nicht eingesetzt. Also wenn, dann packt sie halt die richtigen Geschütze aus, ne? Oh, verdammt gut, alle umgehauen. Jetzt die Frage, wie viel das gebracht hat, aber mindestens hat es ein Erdlevel gebracht, also... Schauen wir mal... Justin, gut, viele... eigentlich alle okay mit 16. Wirklich sehr ausgeglichen, wenn alle dieselben Erfahrungspunkte bekommen. Und, sind sie hier? Ist der Telestab. Angriff und teleportiert im Kampf? Ne. Also ganz ehrlich, ihr könnt euch als Faustregel merken, dass Teleportation in Grandia 1 nicht wirklich gut ist. Es liegt einfach daran, dass erstens ist das Kampffeld, also ich vergleiche es halt gerne mit Grandia 2, da ist Teleportation richtig gut, mindestens für größere Distanzen. Für sehr kurze Distanzen ist das nicht so geil, aber für große Distanzen ist es richtig gut. Hier ist wirklich nichts? Nee, oder? Hier geht's irgendwo weiter. Oh, das war's. Nichts. Aber ja, okay. Da, weil Grandia 1, das Kampfsystem ist halt so, erstens sind die Kampffelder zu klein und zweitens läuft man normalerweise deutlich schneller, als sich zu warpen. Das heißt, es dauert einfach, wenn man die, da bin ich eben rausgekommen, ne? Wenn man die Teleportation erstmal macht und da dann rauskommt, da ist man schon halt zu Fuß schon längst bei dem Gegner. Das heißt, es lohnt sich einfach nicht. Deswegen würde ich es nicht empfehlen, Teleportations-Equipment zu nutzen, außer es geht halt wirklich nicht anders oder es ist so viel besser, als was ihr habt von den Werten her. Aber ich würde nicht unbedingt, ist nicht meine erste Wahl, sowas zu verwenden, sagen wir es einfach mal so. In Grandia 2 dagegen, die Warp-Schuhe sind mit die geilsten, die man bekommen kann. Und dann auch das, lass mal drin kommen, auch das Warp-Knife von Rowan, was er ja bekommen kann. Das ist richtig nice, richtig, richtig nice. Na, wie viel Damage macht das? Ja, den Kampf kann ich drin lassen, weil wenn Justin diesen Fight, in diesem Fight etwas einsetzen kann, und ich kann euch ja Schwerkraft einmal zeigen, dann kann ich euch vielleicht den Thor-Hieb zeigen, was optisch eine meiner liebsten Attacken ist. Wäre eigentlich nicht alle killen, ne? Kannst mal einen vielleicht killen. Wollen wir nicht übertreiben hier. Und du zeig mal, ziehst du alle zusammen? Genau, sieht denn... Oh, okay, nein, doch nicht. Okay, weil Gravity ist eben das in Grandia 2. Da werden dann alle Gegner auf eine Stelle oder auf wo auch immer, auf welchen Gegner ihr zielt, zusammengezogen. Aber gut, hier reduziert es nur die Bewegung, also das finde ich weniger gut. Na, sieht ein bisschen aus wie Luftschneider, nur dass Justin dann auf einmal richtig abhebt und dann mit einem Donner runterkommt. Ich finde es richtig stylisch, persönlich, aber... Außerdem Levelzeit, Feuer und Wind, was auch nochmal richtig nice ist. Und es ist wie Luftschneider oder Schockwelle oder Drachenspalter eine Attacke, die ihr einsetzen könnt, ohne zum Gegner zu rennen, was auch eigentlich immer ganz vorteilhaft ist. Und 20 Punkte sind auch nicht so verkehrt. Hey, hat mein Kleiner sich gedacht, er ruft mal kurz und schläft dann weiter, wie das halt manchmal so ist. Okay, sieht ansonsten ganz gut aus. Rap erreicht langsam Stufe 9 bald von der Wassermagie. Also er wird sich machen, ja. Und okay, jetzt habe ich anscheinend die Warp-Schuhe, weil ich bin eigentlich sicher, dass es hier Warp-Schuhe gibt, nicht geholt. Aber ganz ehrlich, wenn ich die stehen lasse, ist egal. Es ist Trash-Loot. Es ist, wie es ist. Wir sind wieder in Dorflane. Und wir haben heute noch ein bisschen was zu quatschen, deswegen dachte ich, machen wir ein bisschen mal hin, ne? Wir haben auch nicht mit allen NPCs hier geredet, ne? Seit Dolan euch getroffen hat, ist er noch komischer als vorher, schlecht drauf und murmelt von einem Liedemädchen. Sein Blick ist so leer wie ein Blatt Papier, eher wie ein verliebter Teenager als ein Weiser. Wie ein verliebter Teenager, das passt gar nicht zu dem alten Knacker. Meister Dolan sitzt den ganzen Tag betrübt rum und murmelt vor sich hin wie ein verliebter Teenager. Ein Gefische, ne? Derlin hatte die Idee, den Fisch für den nächsten Winter zu trocknen. Früher hatten wir mal keinen See in der Nähe und da haben wir keinen Fisch gegessen. Derlin wirft die Angelschnüre aus, wie Derlin es ihm gezeigt hat. Wir fangen die Fische und jetzt können die Leine jetzt
jede Menge Fische essen. Wir fangen sie, trocknen sie und essen sie. Praktisch. Ich würde so gerne mal das Meer sehen. Wie wäre es wohl, darin zu schwimmen? Nicht so wie im See. Ist das sicher? Papa hat mir... Ah, okay, mit dir haben wir schon Geld bekommen. Lass mich in Ruhe. Aber ich wollte euch noch zeigen, weil ich glaube, von den drei Kindern dürfte einer jetzt vielleicht sogar ganz erwachsen sein. Können wir die... Ach, Moment, du bist auch nochmal interessant hier, ne? Folgt dieser Straße bis ins Ende, dann kommt ihr zur Regenbogenquelle, aber wegen der Monster ist sie abgesperrt. Unser Heiligtum ist doch dort oben, aber wir wollen nicht, dass Leute dort herumlaufen, also ist es geschlossen. Tut mir leid, wir können euch nicht durchlassen. Ja, es ist keine Invisible Plot Wall, sondern eine Visible Plot Wall, wenn man so will. So, und schaut mal, der ist jetzt erwachsen. Aber Moment mal, war er nicht gerade noch ein Kind? Das ist bei den Männern in Lane so. Justin, sie werden mit einem Schlag erwachsen. Dank euch bin ich erwachsen geworden. Ich sollte mir meine These aussuchen, was nehme ich am besten? Endlich bin ich erwachsen geworden, ich sollte mir meine These aussuchen. Unglaublich, ne? Ist einfach mal plupp und hey, wir drehen uns um. Warst du nicht eben? Ja, erst hat er den Kopf und dann, ja, ist der Körper nachgewachsen. Wenn man das so sagen will. Hey, mein Lieber, wir haben ein Horn für dich. Oh, du bist du. Du bist du. Ja, genau, ich erinnere mich. Ich könnte es nicht vergessen, wenn ich mich erinnern wollte. Der ist ja total übergeschnappt. Warten Sie. Opa, wir kriegen das schon wieder hin. Okay, Mäder. Ist das alles, was wir für die Information brauchen? Na klar, wir müssen sie nur auf diesen Höcker stecken und... Und das war's schon. Mit dem Geräusch, ne? Und wie sieht's jetzt aus? Wieder Auferstehung. Hey, Opa, geht es ihm wirklich gut? Meister Dorlin, wir haben so viele Fragen. Seht mal. Mhm. Der Schlüssel zum Tor nach Angelo aus den Worten von ehemals, ein Schritt näher an Frau Lite. Es ist also wahr, das ist wirklich der Schlüssel nach Arlend. Nein, nicht zum Schrein von Arlend, das ist ein Ort, den du gut kennst, der Schrein von Silperdon. Was? Silperdon ein Schrein? Ja, laut den Worten von ehemals ist Arlend der Schrein des Wissens und Silperdon der Schrein der Weisheit. Beide sind schwebende Schreine und beide enthalten den Schlüssel zum anderen. Er wurde denen anvertraut. Die würdig sind die drei Augen des Schreintors im Zentrum von Silperdon beurteilen... Was? Nochmal. Die drei Augen des Schreintors im Zentrum von Silperdon beurteilen den Eintretenden. Die Mowei, das älteste Volk am Boden, sollen die Medaille des Wissens besitzen. Sie ist auch der Schlüssel nach Arlend. Die Mowei, Guido, mit den Hasenohren, aber haben wir die nicht? Die Mowei sind das älteste Volk und sie sollen mit dem Schrein von Silperdon im Zeitalter von Angelo herabgestiegen sein. Die Mowei sind im Besitz des Schreins von Silperdon und öffnen nur den Würdigen das Tor. Um nach Arlend zu gehen, müsst ihr zuerst nach Silperdon. Beschafft euch die Medaille des Wissens. Den Schlüssel nach Arlend. Werft ihn in die Regenbogenquelle und das Tor nach Arlend wird wieder geöffnet werden. Wenn ihr den legendären schwebenden Schrein erreicht und Frau Lite trefft, prägt euch ihren Anblick gut ein. Dann werde ich endlich das Bild von Frau Lite in meinen eigenen... Wow, in ihren eigenen Händen. Dieser Kerl ist gefährlich. Ein bisschen, ne? Hört, junge Reisende, das Tor zum Schrein ist im Zentrum von Silperdon. Behaltet euch und beschafft die Medaille des Wissens. Nur dann wird euch die Regenbogenquelle... Den Weg nach Arlend. Im Moment haben wir nicht die Medaille des Wissens, sondern die Medaille der Weisheit, ne? Okay, Moment, Entschuldigung, wir haben die Medaille von Lite, die Medaille der Weisheit, nicht des Wissens. Okay, Weisheit und Wissen sind anscheinend zwei verschiedene Sachen, okay? Na, ist das nicht toll, Justin? Ihr seid Arlend einen Schritt näher gekommen. Stimmt, und das haben wir nur dir und den anderen zu verdanken, Mäder. Justin, ich fürchte, es ist an der Zeit, sich zu verabschieden. Was? Aber warum? Ich bin euch allen ja sehr verbunden und so, aber ich muss bei meinem Schatz bleiben. Der arme Darlin hat keinen Bissen gegessen, während ich weg war. Jetzt ist er dünn wie ein Brett. Moment, das nennst du dünn? Ich verstehe, das ist schade, aber da kann man wohl nichts machen. Milde, danke für alles. Grüß Darlin von uns. Justin, ihr werdet keine leichte Zeit haben und vielleicht ans Aufgeben denken, aber tut das nicht, okay? Wagt es ja nicht, jetzt aufzugeben. Fina, Rap, lasst euch nicht unterkriegen, okay? Alles klar, Milde. Wieder grüßt ein Schatz von uns. Ich bin hier im Dorf, also lasst euch mal blicken. Und passt auf euch auf. Wir werden später nochmal hier vorbeikommen. Einfach nur, um Milda nochmal Hallo zu sagen. Definitiv werde ich in diesem Playthrough dran denken. Ich möchte aber jetzt nochmal kurz nicht ins Geschäft, sondern ich möchte zum Gasthaus. Weil wir wahrscheinlich jetzt eben auch, weil Milda sich verabschiedet hat, ihre Items nehmen können. Ne? Das heißt, wir haben... Hier Mädels Coin-Erfahrung, Axt-Erfahrung und wir sollten noch Mädels Schwert-Erfahrung haben. Die nehmen wir. Die Coin-Erfahrung, ja, schauen wir, ob wir die später benutzen. Jedenfalls Mädels Schwert-Erfahrung. Nein, nicht wegschmeißen, du sollst benutzen. Schwert-Erfahrung kann gerne Rap haben, weil ich mein Justin ist sowieso schon voraus. So. Und Todesklinge gelernt. Nice, ist eine coole Ability. Und dann haben wir hier noch das Axtbuch. Das ist halt definitiv für Justin. Stufe hoch, warum nicht? Dankeschön.
Alles klar, und jetzt will ich noch ein paar Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen, erstmal zur Seite packen. Und dann würde ich wahrscheinlich ihr Schwert, was sie benutzt hat, auch mal kurz raus. Und wir haben so viele Wunder gekriegt hier. Toll. Toll, toll, toll. Ich glaube, so ist erstmal okay. Und dann genau muss ich mir wahrscheinlich das Schwert auch hier rausholen. Mal gucken, das müsste hier dran gelandet sein irgendwo. Fischschwert, Gatwin, Zerschwert, Blitzschwert hier, 50. Ist halt in Anführungsstrichen nur 50 Angriff. Aber ich meine, wenn der gute Rap mal wieder auf Schwert wechseln muss, jetzt hat er Messer auf 22, das heißt, eigentlich kann er da schon die nächste Attacke lernen. Ich würde fast noch zwei Level machen, weil dann ist er sozusagen mit Messer eigentlich fertig. Dann kann ich, na dann, wenn ich einen guten Bogen irgendwo finde oder eine gute Geschosswaffe, würde ich kurz wechseln und dann wahrscheinlich erstmal das Seppschwert oder Blitzschwert auspacken für ihn, damit er dann die ganzen Level nachholen kann. Aber dann ist er damit halt auch fertig. Das ist halt immer die Sache, wie passt man das an, ne? Macht man das nach dem, was so, was man an Level freischalten will oder nach dem, was man für Waffen bekommt? Ich habe früher auf jeden Fall eher so gespielt, dass ich immer die Skills von oben nach unten durchgezogen habe. Aber größtenteils schaue ich jetzt auch mehr, wo halt die vernünftigen Waffen sind, ne? Mal sehen, Dolan sagte, der Tempeleingang liegt in der Mitte von Silpaton. Aber in der Mitte der Stadt ist kein Tempel, das ist ein Brunnen. Ich hab's, der Brunnen ist der Eingang. Wow, für dich ist das eine beeindruckende geistige Leistung, Jazz. Ich frage mich, ob du recht hast. Sehen wir uns das sofort an. Na, schauen wir mal. Ich meine, wie hoch ist die Chance, ne? Nee. Ah, wenn wir doch aufhören könnten, kämpfen wir sinnlos. Man macht damit keinen Profit. Okay, okay. So, wir müssen da mal in die Mitte. Und das sieht ja da schon sehr verdächtig aus, ne? Als ob man da runter könnte. Diese Leine haben von der Tempeltür gesprochen. Ist es das? Es hat auf jeden Fall drei Augen. Wenn wir die Medaille hier reinstecken, würde es klappen. Gut. Warte mal kurz, Justin. Wenn wir jetzt die Tür öffnen, wird das Wasser hineinströmen. Dann sind wir aber nur zu dritt, um es wegzutrinken. Wenn Justin nicht hier die Hälfte... Das ist nicht richtig. Hört mal, Dolan hat das nicht gesagt. Wir brauchen die Mithilfe der Mogei. Das stimmt. Er sagte, wenn uns der Mogei... Was, wenn uns der Mogei nicht erkennt, wird die Tür nicht geöffnet. Aber der einzige Mogei, den wir kennen, ist Guido. Hey, dich haben wir auch schon mal gesehen, oder? Oh, du bist tatsächlich hier. Du bist das, nicht wahr? Der Abenteuer mit dem Geisterstein. Genau wie der Älteste gesagt hat. Ein echt süßer Rutschupf. Was hat er gesagt? Naja, meine Großmutter hatte auch ein bisschen rote Haare. Er hat aber buschige rote Haare. Woher hast du gewusst, dass ich den Geisterschein habe? Das ist... Bitte verzeih mir, ich habe wieder Blödsinn geredet. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Ich heiße Gina oder Gina. Der Älteste hat gesagt, dass er nach dir sucht. Der Mogei Älteste? Justin vielleicht? Ah, wenn er uns erkennt, öffnet er vielleicht die Tür. Für ihn hat bestimmt schon eine Vorahnung, ne? Sag mal, Gina, könntest du uns zum Mogei Ältesten bringen? Würdest du das bitte tun? Natürlich, deshalb hat mich der Älteste ja auch geschickt. Das Haus des Ältesten ist ein Keller, wo die Mogei wohnen. Wenn du zum Ältesten kommst, wird er bestimmt überrascht sein. Okay, na dann besuchen wir mal, ne? Du hast rotes Haar, aber deine Augen sind auch hübsch. Meine Oma hat immer gesagt, wenn ich jemanden mit Sternen in den Augen treffe, dann ist das jemand Wichtiges. Genau, der Älteste hat auch Sterne. Ich hab's schon wieder getan, der Älteste wartet im Keller. Geh schnell zu ihm. Damn, der Älteste wartet im Keller auf mich. Das klingt ja auch sehr interessant, ne? Seitdem ich denjenigen, die der Älteste gerufen hat, beeilt euch, sonst wird er sauer. Pünktlichkeit ist ihm wichtig. Wirklich? Wer ist das denn, ne? Wer kann das wohl sein? Hat der Älteste euch gerufen? Wenn er das tut, ist es sehr wichtig. Wenn ich den Ältesten treffe, kann er mir beibringen, was er vom Willen der Mogei versteht. Naja, ich verstehe nicht viel von dem, was der Älteste sagt. Toll. Und in der Keller, wo wir hin müssen, ist hier zum Haus des Mogei Ältesten. Wir waren ja auch schon mal kurz drin, ne? Na, wer ist denn das? Oh, lange nicht gesehen. Das tapfere Paar, ihr seid zu mir gekommen, wie versprochen. In diesem bescheidenen Haus werden Gäste in Angelo begrüßt. Bitte bleibt eine Weile. Guido, sie wussten wirklich alles. Wussten sie auch über Lane Bescheid? Händler leben von Informationen und die drei Weisen von Lane? Das war heftig. Ein Monster namens Gaia hat alle Bewohner von und den Wald zu Stein verwandelt. Um diese Leute zu retten, müssen wir nach Arland reisen. Hey, da fällt mir gerade was ein. Wir haben keine Zeit zum Plaudern. Bitte, Guido, führen Sie uns zum Ältesten der Mogei. In Lane wurde uns gesagt, dass der Schlüssel für Arland im unterirdischen Tempel von Silpadon zu finden ist. Um die Tür des Tempels zu öffnen, benötigt man das Einverständnis der Mogei. Ich will auf jeden Fall nach Arland. Ich verstehe, Justin, aber davor musst du meine Frage beantworten. Warum möchtest du nach Arland reisen? Ich nehme mir jedes Mal das hier, ne? Würde mich fast tempten, mal was anderes zu nehmen, aber... Ja, das kann ich nicht mit gutem Gewissen tun, ne? Ich bin so. Was meinst du? Zu Beginn meiner Reise wollte ich einfach weitermachen, sonst nichts. Aber jetzt ist alles anders. Ich möchte nach Arland reisen, um diese Welt zu beschützen.
Die Welt beschützen. Du bist weder ein Geist noch ein Ikaria. Wie stellst du dir das vor? Hm. Glückwunsch, Justin. Der Älteste der Mugger ist dir wohlgesonnen. Du bist der Richtige, um nach Arlen zu reisen. Wie der Älteste? Was könnte es sein, dass Guido der Älteste ist? Damn, ey. Ich mag dich, Justin. Du denkst immer an die Zukunft, weitaus mehr als alle anderen. Vielleicht nicht so viel wie die Mugger, aber. Dann los, auf zum unterirdischen Tempel von Silpadon. Finden wir den Schlüssel für Arlen. Guido. Also so lange, wie du uns schon kennst, mein Lieber, hättest du uns auch früher begleiten können, ne? Na, wobei, dann hätten wir Gatwin vielleicht nicht bekommen und auch nicht Milda. Damit betreten wir den Tempel. Die Wasserbarriere wurde entfernt. Danke, Guido. Toll, ich kann Arlen sehen. Also dann gehen wir zum unterirdischen Tempel. Yay, wir sind schon fast in Arlen, ne? Und ja, wir haben jetzt Guido in der Truppe. Kommt auf Stufe 24, technikmäßig. Ja, kann er eine Sache lernen. Ich glaube, das ist die... Ah, was war das? Irgendeine AOE... Auf jeden Fall brauchst du dafür Schwert und dann kannst du gerne für den Moment auch das Blitzschwert nehmen, weil ich meine, warum nicht? Machst du gleich auch ein bisschen mehr Damage. Ansonsten, ja, er kommt jetzt nicht mit dem krassesten Equip, aber ist okay. Er kann übrigens keine Zauber lernen und hat auch keine. Ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und ich finde es interessant, dass er so viele verschiedene Waffen benutzen kann. Aber gut, nichtsdestotrotz, Wasser sehen wir schon, ist weg. Sagt ihr eigentlich irgendwie was dazu? Oder ist euch das alles egal? Ältester, wenn du Zeit hast, erzähl mir doch die Geschichte der Mugger. Kennst du die Geschichte und den Willen der Mugger nicht am besten? Das sagt mein Vater zumindest. Wenn du vorausschauend lebst wie Justin, verstehst du das, ohne mich fragen zu müssen. Hm, gute Antwort, ne? Hör mich an, Ältester. Mein großer Bruder geht nach Gumbo und kommt nie zurück. Ja, es ist beunruhigend, wie sehr Rusty Feste liebt. Aber Rusty kennt die Bewohner von Gumbo am besten. Er führt sicher eine Studie durch. Mein großer Bruder geht... Okay. Noch jemand? Diese Stadt ist so interessant, in meinem Dorf gab es nichts Vergleichbares. Deshalb erkunde ich jeden Tag die Gegend und suche nach interessanten Orten. Dir gefällt es also in der Stadt, das freut mich. Was soll ich als nächstes erkunden? Verrätst du mir einen guten Ort? An Mugger-Orten erwarten dich viele interessante Dinge. Ja, Schicksal, Alter, ne? Du wieder am Singen. Wie gefällt dir der neue Song von mir? Davon ist erhebende Komposition. Klingt nach dem Getrelle eines alten Mannes. Klar, eine alte Männermelodie, nur schlimmer. Damn, Rap, ey. Ich habe jeden Tag viele Juwelen von Alcadana-Händler gekauft. Ich will eine Mademoiselle sein und wenn ich keine Ringe, Armbänder und Ketten von den Alcadern kaufen würde, müssten die am Hungertuch lagen. Etwas Gutes zu tun gibt mir ein gutes Gefühl. Damn, ich wollte nur sehen, ob Guido noch ein bisschen was an Gesprächen hat, wenn wir schon hier rumrennen mit ihm, ne? Wir haben halt nicht so auf die Schuss. Und wenn man sich versieht, arbeiten hier nur noch Alcada-Mädels. Was um alles in der Welt denkt sich der Meister dabei, selbst wenn er sie nicht einstellt, lässt er sie trotzdem herein und die Atmosphäre des Ladens... Okay, gut, hier scheint sich... nicht unbedingt viel geändert zu haben. Dann will ich noch mit den Leuten vor dem Hotel reden und dann denke ich, können wir noch ein ganz kleines bisschen heute machen. Wobei eigentlich die Zeit schon ganz gut ist, ne? Sieh dir das an, die üblichen schlechten Beziehungen, was machen wir? Ja, ich bin wirklich besorgt, Streitereien bringen nicht ein gutes Stück Profit ein. Das stimmt, wenn beim Streiten wenigstens etwas ausspringen würde, wäre es in Ordnung, aber tolle Einstellung alle beide. Das bereitet mir Kopfzerbrechen, wie können wir für Harmonie sorgen? Komm schon. Rede, bis du umfällst, blabla. Du bist so schwach, das ist einfach nur traurig. Oh, willst du mich schlagen? Dann zeig mal, was du kannst. Mehr als das habt ihr gerade eben nicht im Kopf. Ich würde dir zeigen, dass ein edler Geist sich niemals starken Arm unterwirft. Okay, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich vielleicht lieber heute noch nicht in den Dungeon gehen. Es liegt einfach daran, dass nicht die... Oder eigentlich dürfte ganz am Eingang ein Savepoint sein, aber ich will eigentlich den Eingang erst nächstes Mal betreten. Ich sag euch, wie es ist. Deswegen werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was an unserem Equip machen und dann heute ein bisschen früher den Cut machen, das ist mir an der Stelle lieber. Und dann machen wir das Ganze in Ruhe beim nächsten Mal und guck mal nur noch kurz, ob ich hier nicht... Ja, eigentlich mit 7 Angriff ist halt immer ganz cool, ne? Aber ja, ich glaube, wir können gucken, ob Guido hier noch ein bisschen was tragen kann. Haben wir nicht auch bessere Schuhe für dich? Willst du die alten Schuhe haben? Die Sue angezogen hat immer. Was hat er eigentlich für ein Accessory? Habe ich gar nicht geschaut. Hat er ein Dreier-Head-Accessory? Nee, aber können wir ihm geben. Wir haben auf jeden Fall noch eins. Milda sollte eins gehabt haben. Und da schaut man, wir haben inzwischen halt auch... Er hat da noch ein Mana. Ich glaube, wir haben auch noch eins im Inventar gegebenenfalls. Plus eins Combo-Angriff kannst du gerne haben. Moment, hatte ich noch eins? Anscheinend nicht. Okay, gut. Vielleicht haben wir aus... Ja, wir haben schon Mana verkauft. War das nicht so? Das kann tatsächlich sein. Okay, gut, machen wir ein bisschen was weg. So, dann können wir noch gucken, was Guido noch so ausrüsten kann. Ist sogar schlechter, okay? Never mind, ist schlechter. Was ist das? Blizzard-Resistenz, gegen was kämpfst du denn, mein Lieber? Und ja, da kriegst du ein bisschen mehr Bewegung. Ist für dich, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn du einen Dreier-Hit halt auch machst.
passt mir das so eher. Okay, dann, wie gesagt, wollen wir an der Stelle ruhig mal speichern. Und ich würde dann deswegen auch sagen, wir werden ganz in Ruhe beim nächsten Mal die Medaille einsetzen und dann uns den nächsten Dungeon ansehen. Ich denke, das ist ganz gut. Dann habe ich heute, glaube ich, auch gar keinen Encounter geschnitten, ne? Dass es so einen Partner gibt, wo wir nicht nur quatschen, sondern kämpfen und nichts schneiden. Wieder mal was Neues gesehen, aber gut. Alles klar, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und weiter geht's mit Grandia beim nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.